Das geschah im ersten Teil von Life After Us. Und so geht es im dritten weiter. Okay, das ist echt nicht gruselig, das muss man zugeben. Okay, jetzt wird's gruselig. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt mit mir, Thomas von PlayerGeddon. Wir haben ja bereits den ersten Teil gespielt von Life After Us System haben wir gespielt. In der heutigen Folge werden wir Fading Light spielen. Eigentlich hatte ich ja vor, den zweiten Teil erstmal zu spielen, aber ja, die Entwickler arbeiten an einem Update und haben das Spiel aus irgendwelchen Gründen dann rausgenommen. Frag mich nicht wieso. Ja gut, das war ja, den zweiten Teil werden wir später spielen, aber hey, wir können immer noch 5 Meter hochspringen und sprinten wie Bolt. Das läuft. So, while touring the old Arkham Caverns, I decided to stray from the group. As I explode a laser now, part of the cave, I feel the ground collapse and I feel into darkness. I awoke with my flashlight broken. Achso, unsere Taschenlampe ist zerbrochen. Das habe ich schon mal verstanden. Im Kurs für Englisch für Fortgeschrittene. Jetzt schauen wir mal, was das Spiel zu bieten hat. The System hatte bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Und wir gucken einfach mal hier rein. Was hier so ist. I could hear footsteps in the dark. Thinking it was John. Ah, John, du Lümmel. Lost in the dark, I called out. As I did, the footsteps stopped and I cool her was a deep pracing followed by nothing. Ist das für ein Zettel? Ja. Englisch für Fortgeschrittene, ey. Kann ich auch nichts anfangen. Okay, hier liegen schon mal sehr viele Zettel am Anfang rum. Mal gucken, was das heißen kann. How we survived that fall, I never know. Simon's leg is broken. I've left one of the oil lamps with him and taken one to took for a way out. Strange is the section of the cave is undiscovered. But still there are many modes, sagt irgendwas. How old Kate that... Ah, ich bin so ein Noob im Englischen. Okay, hier geht's weiter anscheinend. Ja, wir können immer noch so schnell sprinten. Das ist auf jeden Fall geil. Das mochte ich im vorherigen Teil. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich über die Brücke, was? Wow, Digga. Mal gucken, ob wir hier auch wieder so viel rennen müssen. War auf jeden Fall nicht spaßig. Ich würde es gerne aufheben. Ja gut. Hallo. Okay, Spiel. Dann nehme ich den Zettel eben nicht. Meine Güte. Diamant? Haha. Jetzt bin ich rich, bitches. Jetzt muss ich keine YouTube-Videos mehr machen. Oh, sheesh. Also ich muss sagen, die Grafik gefällt mir eigentlich so relativ gut. Digga Reno! What's going on, man? Okay, Zettel. I have seen the remnants of people and some old notes from the Samsung expedition. I don't know how old they are, but we are cheerily for the first down here. It's been so long since I have had a drink of water or something to eat. I keep thinking I see something moving in the dark. Ja, das haben wir gerade gesehen, dass sich hier irgendwer im Dunkeln bewegt hat. Er sah aus wie... Warte mal. Er sah aus wie E.T. Stimmt. Was, wenn hier unten E.T. ist? Ah, das ergibt natürlich Sinn. Schon wieder Diamanten. Jetzt brauchen wir nur noch eine Spitzhacke. Und eine Tasche, wo ich alles mitschleppen kann. Journal of Child's Houthrow. We have found the lower pants of the cave alone. With man-made strip. Ich lese besser nicht so vor, ich krieg Halsschmerzen davon. Proving that at least some group of old ones lived here. We will begin looking for the book next. Okay. Passiert noch was in diesem Spiel oder war's? Ja, okay, hab's verstanden. Jetzt sprinten wir erstmal. Ist er noch da? Ist er noch da?
La 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 la. E.T. ist nicht nett. E.T. ist nicht nett. E.T. ist nicht nett. Oh, E.T., ich hab dir noch nie was getan. Ich mochte deinen Film sogar, Mann. Bist du noch da? Im ersten Teil war es besser. Der Onkel Doktor ist immer verschwunden. Hallo? E.T.? Er ist wahrscheinlich nach Haus telefonieren. Okay, er scheint nicht mehr da zu sein. Hat doch einige Vorteile. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, 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 rechts. Da ist ein Zettel. In the darkness. Ist ein Zettel. Wir werden uns den Zettel vorknöpfen. Journal of Charles Horthrow, so far no luck. It's hard to navigate the caves and paths keep falling. Ach, scheiß drauf, Alter. Mich interessiert die Story sowieso überhaupt nicht. Wir wissen nur, dass E.T. in diesem Horrorspiel vorkommt. Ich dachte eigentlich, upsi. Ich dachte bis jetzt immer, E.T. wäre nett. Zumindest sah es so im Film aus. Dann geht's links lang. Und ich hoffe, wir begegnen E.T. nicht mehr. Obwohl, das war eigentlich lustig. Hallo? Wahrscheinlich hat er schon nach Haus telefoniert, was? Da lang. Schätzungsweise. Rechts lang. Boah, ist voll der Irrgarten hier. Aber besorg dir mal eine neue Taschenlampe, Bro. Die geht ja mal gar nicht. Oh, Pilze. Können wir die rauchen? Ich versuch's besser nicht. Jetzt hier unten lang. Nee, scheint nicht. Oh, sheesh. Können wir so hoch springen? Bestimmt. Komm, man kann sich da locker oben festhalten, Mann. Wisst ihr, was mich wundert? Normalerweise, im ersten Teil kam Doktor ganz schön oft vor und jetzt... kommt E.T. nicht oft vor. Was sagt uns das? Vielleicht hat der Doktor eine Affäre mit E.T. Sheesh. Ah, ich brauche eine Spitzhacke. Scheiß auf YouTube. Ja. Alter, wo kannst du denn hier lang gehen? Und ich brauche unbedingt eine neue Taschenlampe, Mann. Boah, das ist so ein Forschungsspiel, ey. Hallo. Kamen wir hier lang oder müssen wir hier lang? Ich schätze, hier müssen wir lang. Ein Zettel. La 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 la. Journal entry, find something to break the rocks. I found the way out. I can feel the wind from behind the rocks. I know there has to be a passage out through here. I just need something to break the rocks. I just rest for a while before I look. Jesus, I'm so hungry and thirsty. I just want to sleep. Also wenn ich hier rausgekommen wäre... Okay. Da ist wohl was eingebrochen. Okay. E.T.? Bist du da? Oder Doktor aus dem... La 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 la. E.T. kommt wieder. Und... was ist der Onkel Doktor dabei? Okay, das ist echt nicht gruselig, das muss er zugeben. Okay, jetzt wird's gruselig. Bring doch den Doktor mit, der war nett. Beziehungsweise er hat immer so komisch gehechelt. Okay. Oder ich habe eine andere Theorie. Wir haben die Pilze hier geraucht und sehen deswegen E.T. Und bevor wir hier reingegangen sind, haben wir den Film E.T. gesehen. Das wird natürlich auch Sinn ergeben. So, einfach rechts lang. Und gucken, wo uns der Weg hinführt. Hier im Irrgarten. Hier leuchtet was. Oh, oh, ich brauche unbedingt eine Spitzhacke. Einfach geradeaus gehen. Mehr kann ich sowieso hier nicht machen. Jetzt gehen wir hier hoch und gucken, was uns erwartet. Zettel.
Journal of Charles Hoffo, one of the new rent. Missing last night, they are the face, they're keeping her noises. Also wenn ihr euch das wirklich durchlesen wollt, das ist ein Video, drückt den Pausenknopf. Denn ich kann so schlecht übersetzen und ich will am Ende nichts Falsches übersetzen. Aber hier kamen wir her, oder? Scheiße. Ach, fuck. Oder müssen wir zurück? Das kann natürlich auch sein, oder? Nee, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Im Notfall cutte ich einfach was weg. Hallo? Jetzt gehen wir hier oben lang. Gucken, was uns erwartet. Anscheinend nichts Besonderes hier unten. Wie schnell können wir denn laufen, Mann? Ohne Mist jetzt. Wir können den neuen Weltrekord brechen, links. Von Usain Bolt. 100 Meter in, weiß ich nicht, 5 Sekunden. Hier waren wir doch schon, Mann. What the fuck? Das ist wirklich ein Irrgarten. Aber wir gehen zurück. Und gehen dann links lang. Genau, hier werden wir lang gehen. Sonst habe ich gar keine Ahnung, was man hier sonst machen soll. Hallo. Hallo. Okay, hier waren wir auch schon. Aber der Weg war jetzt versperrt. Aus irgendwelchen Gründen. Was ist hier? Alter. Ja, ich kapp mal was weg. Wir sehen uns gleich wieder. Oh Leute, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Und zwar an der Stange hochlaufen. Wie bei einem Striptease. Ich hoffe, das war auch der richtige Weg. Oder fallen wir hier runter? Ach, come on. Scheiße, der falsche Weg. E.T. ist wieder da. E.T. muss nach Haus telefonieren. Ist E.T. noch da? Ich weiß es nicht. Oh, hier waren wir auch schon, Mann. Ich habe echt gar keine Ahnung, wo es hier weitergehen könnte. Das ist wie so ein Irrgarten. Das Spiel. Waren wir hier schon? Ach, come on. E.T.! Tu mir das nicht an! Du bist gruselig. Ja, da geht's nicht lang, okay. Wir müssen jetzt wieder vor E.T. abhauen. Ich bin jetzt nochmal an den Anfang zurückgegangen. Haben wir nichts gefunden und ich habe echt gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich meine, ich finde hier keinen Weg. Waren wir hier schon? Ich hoffe nicht. Wenn wir hier schon waren, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, ey. Ach, come on! Das gibt's doch gar nicht. Hier muss doch irgendwo ein Weg sein, jetzt mal ehrlich. Vielleicht ist das ein Jump-and-One-Spiel. Ja, okay, ist es. Aber trotzdem, ne? Leute, ich glaube, ich habe gefunden, wo es weitergeht. Zumindest war ich hier noch nicht. Nee, ich war hier tatsächlich... Oh, Gott sei... Oh, fuck, links oder... Oh, Mann, Spiel rechts. Okay, dankeschön. Hoffentlich endet dieses Kackspiel bald, ey. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Gruselig ist es nicht, es ist nicht gut, es ist langweilig. So, hier hängt ein Zettel. Journal of Charles Hathaway. We found it. My God, we found the old temple. Yeah. Thanks God. Dieses Spiel, ich hoffe, es geht gleich zu Ende. Ich renne da einfach mal hin. Ich wurde gerade noch von meiner Mutter gestört. Und dann... Okay. Und dann kam das Ding, hat mich angegriffen. Ich hatte 10 Leben, dann ist es abgehauen. Was sollte das? Ja, und jetzt? Ich habe einen Tempel hier gefunden, oder was es sein soll. Was soll ich jetzt machen? Hab. 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 Hier leuchtet an, eine Spitzhacke. Sheesh. What blue? Out my lantern. Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts mehr. Ist jetzt Schwarzbild. Hallo. So. Ist das ein Spielebug oder? Ja gut.
Jetzt haben wir das wahrscheinlich das Ende gefunden, aber können nichts machen. Ja, ich probiere es gar nicht erst weiter. Ich habe mir gedacht, das Spiel wird eigentlich gut, weil ich von Life After Us System so begeistert war. Das Spiel verlinke ich auch nochmal unten in der Beschreibung, zumindest die Folge davon. Ich dachte, das Spiel kann eigentlich nur gut werden. Und was ist? Nein, das ist scheiße wie sonst was. Es ist nicht gruselig, es ist nervig, die ganzen Gänge zu suchen. Also dem Spiel würde ich maximal einen Punkt von 10 geben. Grafik und so, alles gut. Ja, sagen wir 5 vielleicht, 1 bis 5. Aber mir gefällt es überhaupt nicht, wirklich. Ich packe den Download-Link trotzdem unten in der Beschreibung. Wenn ihr es mal spielen wollt, bitte sehr, aber... ich bin froh, dass es vorbei ist. Falls ihr weitere Vorschläge habt für ein Indie-Horror-Spiel, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!